Mit Engelhardt geht eine Ära zu Ende. Die Studenten hinters Licht führen und dann zuschlagen. Siebung, politische Entrechtung, die Politik des Kumi durchsetzen. Das war die Taktik von Engelhardt. Ich bin Klaus Engelhardt. Ich war 18 Jahre bis 1997 Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden und vorher 14 Jahre hier an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Anfang der 70er Jahre wurde ich dann zum Rektor gewählt hier an der Hochschule. Und das war dann die hohe Zeit der studentischen Auseinandersetzungen. Es gab Vollversammlungen. Wenige unserer Kolleginnen und Kollegen nahmen an den Vollversammlungen teil, aber ich ging da in der Regel hin, weil ich das einfach für nötig befand, als Rektor mich dann auch zu stellen. Und es gab zum Teil heftige, zum Teil interessante, aber zum Teil auch böse Auseinandersetzungen dabei. Als Pfaffe und SPD-Mann hat er darin Übung. Gehört doch schon eine Portion Unverfrorenheit dazu, den Massen Ehrfurcht vor Gott und Nächstenliebe seinen Unterdrückern gegenüber zu predigen. Ich habe als persönlich belastend empfunden, dass bei den notwendigen Auseinandersetzungen, wo wir als Dozierende auch nicht so empfindlich sein durften, aber doch manchmal ein Maß an persönlicher Verletzung und Häme überschritten wurde. Und der Engelhardt ist ja ein ganz lieber Kerl und so weiter, aber ist auch nur eine Charaktermaske. Das war so ein Stichwort. Das heißt, er vertritt ja doch nur, was das Kultusministerium ihm vorschreibt, desgleichen. Und das gab Verletzungen. Das gab Verletzungen unter Kolleginnen und Kollegen, die dann auch nicht bereit waren, sich den Auseinandersetzungen zu stellen. Also berechtigte Anliegen der Studierenden waren einmal die Bemühung der Studierenden, mitbestimmend zu sein bei Entscheidungen über die Hochschule. Ein anderes, mir eigentlich noch lebhafter in Erinnerung wichtiges Anliegen war der Studierenden, bei den Studierenden, dass sie sagten, wir möchten, dass die Sachen, die uns nun nahegebracht werden, die gelehrt werden in den verschiedenen Fächern, auch auf ihre gesellschaftliche Bedeutung hin erläutert bekommen, darüber diskutieren können, dass das kein Glasperlenspielbetrieb ist, der mit der Welt, aus der wir kommen und in der wir leben, wenig zu tun hat. Diese sachliche Frage, die hielt ich für ganz notwendig und berechtigt auch. Auch in meinem Fach, das ich zu vertreten hatte, in der Theologie. Was hat das zum Beispiel zu sagen, wenn wir heute die Bibel aufschlagen, die Bibel lesen, werden wir dann in eine völlig andere, entfernte Welt versetzt? Und für mich war eine Überraschung dabei, dass vor allem die sehr kritischen linken Studierenden gerne an theologischen Seminaren teilnahmen. Ich vertrat schwerpunktmäßig das Alte Testament. Da haben wir dann prophetische Texte gelesen. Die Propheten, die ja gegen ihre damaligen religiösen und auch staatlichen Eliten immer wieder aufgetreten sind. Also von daher war dann schon eine Voraussetzung gegeben.